Willkommen hier wieder zurück zu Palea. So, ich habe mal ganz kurz die Materialien geholt, um das Übungsschwert für Auni herzustellen, was wir im letzten Part ja angefangen haben. Und jetzt, ja, müssen wir halt rein theoretisch nur noch die Sachen zu Sifu bringen. Oh, ich dachte gerade, ich hätte schöne Hörner bekommen. Schade. Und dann können wir ja. Die Quest weitermachen. Sifu scheint doch noch immer an Ort und Stelle zu sein. Das ist gut. Hat man mit Candy gestern schon geredet in der letzten Folge? Nein. Sag mal, findest du, dass ich ein großartiger Bürgermeister bin? Es gibt immer Verbesserungsprozesse. Danke, dass du deine Kritik in Watte packst. Es ist mir bewusst, dass ich nicht fürs Regieren gemacht bin, aber dennoch hoffe ich, dass ich meiner Position eines Tages gerecht werde. Genau, und in der Zwischenzeit ist Sifu jetzt abgehauen, oder was? Ah ne, hier drin. Welcome back. Auch die gerissensten Jäger brauchen hin und wieder eine helfende Hand. Verstehst du? Wenn du jemals Hilfe brauchst, brauchst du nur zu fragen. Danke, vielleicht hört er mir jetzt wenigstens mal vorübergehend auf, mich um mein echtes anzubetteln. Yeah, where'd I put my hammer? So. Das war knapp. Wo ist Auni? Auf der Farm. Gut, hatte ich. Achso, da oben sehe ich es auch wieder. Durch was habe ich jetzt Geld bekommen? Hm. Nehmen wir schon mal mit. Halt, ich laufe falsch. Da ist die Farm. Bringe Auni das Übungsschwert. Ich hoffe mal, dass Auni sich freut, dass ich ihm sein Übungsschwert bringe. Hey, Badru, altes Haus. Tja, leider hat Ashura das Armdrücken neulich nicht gewonnen. Sifu hat ihn in letzter Minute noch besiegt. Ich werde meine Kummer in einem weiteren Bier ertränken. Alright, I'll leave you to it. Ja, wette doch nicht. Achso, der ist im Haus drin. Die sind da wahrscheinlich gerade am Essen. Der heutige Tag ist perfekt für ein Abenteuer. Also, eigentlich trifft das auf jeden Tag zu. Aber der heutige Tag ist besonders gut. Und ich habe dein Schwert. Oh wow, ein echtes Schwert. Wie von einem echten Ritter. Wenn Nayo das sieht, wird er mich ganz sicher zu den Ruinen bringen. Nein, aber du hast jetzt bestimmt nochmal eine Aufgabe für mich. Nein, hat er nicht. Ah, ich habe den Ziegel für Nayo vergessen. Nein, ich bin so doof. Na egal. Ich wollte jetzt was gucken. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir sind häufig am Strand entlang gelaufen und haben da ja, ich sag jetzt mal, eine Tür gesehen. Kann man das eine Tür nennen? Ein Tor? Eine Kanalisation? Jedenfalls, irgendwas Ähnliches haben wir doch gesehen. Und wir sollen ja die U-Bahn finden. Es sieht aus wie eine Kanalisation, aber wenn ich jetzt so diese amerikanischen Filme denke, dann denke ich da so an Ghostbusters und so weiter, wo dann halt auch so welche ähnlichen Situationen waren. Also warum sollte hier unten nichts sein? Die Frage ist nur, wo war das? Schön, dass ich es wieder nicht finde. Bei Dunkelheit zu farmen ist nochmal viel einfacher. Da sieht man es viel deutlicher.
Aber wo war das? Nee, keine Sorge, euch will ich alle nicht jagen. Lasst mich doch ein... Doch gar nichts mit euch vor. Vielleicht ist jedenfalls damit das Hinterzimmer gemeint. Wobei das ja eigentlich unlogisch wäre. Ich glaube, ich bräuchte eher einen Schlüssel. Ah, da haben wir es doch. Ah, hier würde, glaube ich, keiner suchen. Kann ich hier rein? Die Kanalisation. Ich komme in die Kanalisation. Ich hab's gefunden. Jetzt müssen wir zu Seki. Okay. Industrieteppich klein. Hier ist zu. Eine Glücksmünze kostet... What the... Okay, das ist schweineteuer. Ah, wir haben den Hinterzimmerhandel oder wir haben den Schwarzmarkt gefunden. Ich nenne ihn jetzt mal Schwarzmarkt. So, dann suchen wir mal Seki. Der befindet sich in dieser Richtung 200 Meter. Schauen wir mal, Seki, hä? Was sagst du dazu? Ich glaube, mit dem Schlüssel wäre es halt ein bisschen besser. Aber ist in Ordnung. Halt. Anything fun going on? Sieh nicht. Siehst du nicht, dass ich etwas beschäftigt bin? Aber ich wollte mit dir reden. Ich habe gehört, dass du und Gina ein neues Gebiet hinter deinem Phönixschrein eröffnet habt, hä? Ziemlich beeindruckend. Wenn sie dort zufällig glühende Steine finden, lassen sie es mich wissen. Felsenform von Sternbildern? Ja, genau, so ist es. Siehst du, diese Dinger heißen Flusssteine. Sie werden aus den Fossilen toter magischer Pflanzen und Tiere hergestellt. Die Menschen der Antike benutzen sie, um ihre Städte mit Energie zu versorgen. Sie sind extrem mächtig und extrem wertvoll. Ich habe den Untergrund gefunden. Du hast also den Untergrund entdeckt? Ah ja, hier verkaufe ich meine Artikel, die ein bisschen zu speziell sind, um für den Gemischtwarenladen verkauft zu werden. Nur damit es klar ist, es ist nicht illegal, dass ich solche Sachen verkaufe. Nach den Gesetzen deines Volks ist es das bestimmt nicht. Aber streng genommen auch nicht nach den Gesetzen meines Volks. Tu mir nur einen Gefallen und sag der Magistrate nicht, woher du das Zeug hast. Ich will nicht, dass Esche mich für einen weiteren ihrer zufälligen Ermittlungen einsperrt. Wenn das Routine ist, wie kommt es, dass der Möbelladen nie untersucht wird, hm? Hier ist ein Schlüssel für meinen geheimen Kellereingang, falls du einen einfacheren Zugang brauchst. Und hier ist ein bisschen Geld, um dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Gib nicht alles auf einmal aus. Es sei denn, es ist hier. Sorry, Furball. Ashura, genau, mit dir wollte ich noch reden. So, du wolltest... Genau. Süßblatt, fantastisch. Wenn ich etwas davon meinem Tee gebe, hilft es mir vielleicht dabei, von Süßkram wegzukommen. In dieser Gegend gibt es jede Menge gruselige Legenden. Man munkelt, dass es im alten Brunnen spuke. Anderen zufolge streife ein Monster durch den Wald. Mit dieser alten Geschichte jagt Naio Auni immer... Früher immer Angst ein. Wer ist die Frau auf dem Bild auf ihrem Schreibtisch? Das ist Sabine, meine Ehefrau. Eine echte Schönheit, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich vermisse es so sehr, jeden Morgen dieses wunderschöne Gesicht zu sehen. Leider hat sie vor ein paar Jahren den Schleier durchschritten. Naja, wir haben das Gasthaus zusammen eröffnet. Manchmal ist es schwer, ohne sie weiterzumachen. Aber ich komme schon zurecht. Tag für Tag, Stück für Stück. Wie wir alle, denke ich. Normalerweise bringe ich ihr um diese Zeit Sundrop-Lilien. Aber heute habe ich keine gefunden. Ich schätze, meine alten Augen sind nicht mehr was sie einmal waren. Drop by whenever you like. Ah, halt, Moment, er hat noch was. Wenn du das nächste Mal Holz hackst, solltest du deine Augen nach einer Eichel offen halten. Wenn du einen einpflanzt, wächst er zu einem Baum heran. Es ist wichtig, dass man der Natur mehr zurückgibt, als man von ihr nimmt. Be safe out there. Hello. Ah, schenken darf ich dir nichts, ne? Nee, schade. Aber jetzt will Ashura eine Eichel haben. Die haben wir, aber wir müssen einen Tag warten. Habe ich denn noch so eine Flower? Nee. Ja, hier steht dann Sonnentropfenlilie, ne? Das ist immer so eine schöne Übersetzung, ne?
Komm, tun wir ihm den Gefallen. Da lang müssen wir. Also es ist halt wirklich wichtig, jeden Tag mit den Leuten zu sprechen. Warum ich das am Anfang nicht gemacht habe, weil ich das nie bei einem Spiel mache und mich dann immer wieder ärgere. Weil ich mir denke, ich möchte euch erstmal das Spiel zeigen, bevor ich dann die einzelnen Charaktere da immer interagiere. Aber ja. Es ist halt nun mal so, ne? Ich bin der Tro und ja. Hierhin? Gedenkenkerze. Ne, die habe ich nicht. Die Familie Klima. Ohne euch wären wir nicht hier. Mano. Ulo. Suri. Maigi. Muss er eigentlich hier sein, oder? Lima. Bahari. Yunasa. Ja, ich hab genügend. Avari. Omara. Ja, wo könnte das sein? Kito. Imano. Daili. Ich suche diese Gegend. Suri. Maigi. Uno. Mr. Baby. Hier oben war ich doch schon, oder nicht? Smara. Malkin. Hä? Wo? Ach so. Zurück zu Ashura. Es war zu unoffensichtlich. Kann man das so sagen? Es war nicht offensichtlich. Weil halt alles andere so offensichtlich war, war das halt dann so versteckt. Und warum er dann nicht, ich sag jetzt mal ganz doof ausgedrückt, mehr geehrt wird. How can I help? Wirklich? Als sie dir gegenüber die Blume erwähnte, hatte ich nie erwartet, dass du... Naja, die Tatsache, dass sie die Blumen nicht nur gefunden, sondern auch zu ihr gebracht haben, treibt mir Tränen der Freude in die Augen. Ich weiß, dass sie diese Geste zu schätzen gewusst hätte. Und ich auch. Fair travels. Okay. Can't do better than Sifus. Wenn ich so arbeite, muss ich mir keine Sorgen um Hassian machen. Er zieht es vor, draußen zu schlafen, anstatt in seinem Zimmer. Come back with a story. Die Leila hatten wir schon heute. Mein Name ist Schätzchen. So spät bist du noch draußen? Komm rein und erzähl der alten Tante, die Leila, was los ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Putzen irgendwie entspannt. Es ist so schön zu wissen, dass alles an seinem Platz ist. Was wollten die Leila haben?
Achso, Fisch. Ja, einer geht nicht, weil den habe ich schon geschenkt gemacht. Illusia. Esche, Hassian habe ich schon erledigt. Hekla habe ich auch schon. Lampionblümchen. Get on with it. Man sagt, dass es eine Kreatur gibt, die sich im Holunderwald jenseits von Bahari herumtreibt. Ich hatte sogar schon einmal auf sie angelegt. Aber irgendwie hindert mich daran, meinen Pfeil abzuschießen. Die Augen kamen mir irgendwie bekannt vor. You sure do talk a lot. Okay, wo ist sie denn? Kaleri, Sifu. Illusia, nicht abhauen. Illusia, haut ab. Ich hab doch etwas, was du möchtest. Hallo, hast du mich genau zur richtigen Zeit erwischt? Oh, was könnte das nur sein? Bin ich da über eine neue Verschwörung gestolpert? Oh, das muss ich doch genauer überprüfen. Es muss einen Grund dafür geben, dass dieses Ding hier war. Ja, ja, ist klar. Na, aus da. Was glaubst du, was die Ruinen in der Nähe früher einmal waren? Ein Theater? Ich nehme an, die alten Menschen brauchten eine Möglichkeit, sich zu unterhalten. Ich habe mir immer vorgestellt, dass sie ihre Zeit auf andere Weise verbringen würden, als sich Theaterstücke anzusehen. Ah, da bist du ja, Tro, der Mensch. Du kommst gerade rechtzeitig für eine weitere entzückende Entdeckung. Ich bin endlich dabei, den Flowthinger zu fangen, den ich in den letzten 3 Monaten verfolgt habe. Und was ist das? Ein Flowthinger ist eine Kreatur, deren Existenz sich um ein einfaches Ziel dreht, Chaos unter der örtlichen Stinkwanzenpopulation zu stiften. Warum? Nun, ich muss einen fangen, um ihn zu fragen. Was ist meine Rolle dabei? Niemand hat hier einen Flowthinger gesehen, aber ich muss der Erste sein, der ihn findet. Wenn jemand von der Akademie ihn in die Finger bekommt, wird er in ihrem Museum aufgehängt. Ich kann nicht zulassen, dass eine Kreatur so leidet, egal ob Kryptide oder nicht. Meine Arbeit wird sich endlich auszahlen. Ich muss nur noch diese Falle in Position bringen. Kannst du das in den Ruinen in der Nähe der Daya Farm unterbringen, wie auf dem kleinen Berg? Ich habe gehört, Menschen sind gute Kletterer. Warum die Ruinen? Ich wollte es eigentlich niemand sagen, aber da du gefragt hast, ich glaube, diese Kreatur entkam aus einer alten menschlichen Gruft. Vielleicht seid ihr 2 Seelenverwandte. Sag mir Bescheid, wenn die Falle zugeschnappt ist, okay? Oh mein Gott, die hat Angst. Da entlang. Eine Falle platzieren. Wo ist denn die Falle? Hier soll das irgendwo sein. Dahin. Zurück zu Illusia. Nein, sie schläft. Sie schläft. Kaleris Desk? Kaleri, 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 Kaleri. Kane. Badru. Laila. Esche, Kenley, Aina. Okay. Kaleris Desk, also Schreibtisch. Lies das Buch auf Kaleris Schreibtisch. Sollte ja kein Problem darstellen, ne? Lesen können wir ja. Rennen wir jetzt mal zu Kaleri und lesen das, was auf ihrem Schreibtisch liegt. So.
Der erste Gedanke im Kopf eines jeden jungen Mahiri muss sein, wie kann ich dienen? Die eigene Gemeinschaft, die eigene Familie, der eigene Weg. All diese Dinge sollten im Vordergrund stehen, denn nur in einer höflichen und selbstlosen Gesellschaft kann man ihren Platz finden. So werden Manieren zum wichtigen Teil der Ausbildung eines jeden jungen Mahiri. Das Erlernen der Grundlagen der Etikette soll ihre erste Verteidigung gegen eine Welt sein, die oft Grausamkeit fördert. Eine Gesellschaft ohne Bitte und Danke könnte genauso gut eine gescheiterte Gesellschaft sein. Ja, trifft es sozusagen auf den Punkt, ne? Make it quick. Psst, sei leise, das ist eine Bibliothek und keine Tanzveranstaltung. Ich habe das Buch gelesen. Hast du das? Und hast du etwas daraus erfahren? Die Mahiri? Ja, so ist es. Unsere Benimmregeln sind zahlreich und kompliziert. Falls du hier eine formelle Veranstaltung eingeladen wirst, würdest du gut darauf tun, dich an sie zu erinnern. Psst. Ah, okay. Stay out of the forbidden section. Aber weiter ist hier jetzt noch nichts, ne? Ich glaube, das war eigentlich alles soweit, was ich jetzt hier erstmal machen kann. Der Rest kommt dann später. Nun gut, dann würde ich sagen, zum Grundstück kann ich noch nicht reisen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge entspannt, erholt wieder, kümmern uns um Illusia. Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Oh, 4162. Okay, egal. Ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.